kommen wir zur dritten Position, genannt Kokotsudashi, die sogenannte Rückwärtsstellung. Auch hierbei arbeiten wir über drei Serien, eine einfache Schrittübung ohne Technik, dann in der zweiten Serie mit einer Schlagtechnik heute ausgewählt und in der dritten Serie mit einer klassischen Blocktechnik. Und ich beginne gleich mit der Ausgangsposition. Aus der Mitte heraus, Heisokodashi, Knie wieder stark beugen, Hacken bleiben unten, Hände an die Hüfte stützen. Diese Übung nennen wir jetzt immer vor und zurück, vor und zurück. Das bedeutet, wenn ich zurückgehe mit dem rechten Fuß, belaste ich mein hinteres Bein über 70% des Körpergewichtes, wieder vor und links zurück, belaste die linke Fuß über das linke Bein über 70% meines Körpergewichtes. Das heißt, die Definition ist hinten 70, vorne 30. Die Haken stehen mehr oder weniger auf einer Linie und wir lassen den Oberkörper aufrecht, wie auch in den Vorübungen, beugen nicht ab, kommen zwischen den Übungsserien oder den Schritten nicht hoch und runter, sondern wir versuchen auf diesem Level zu bleiben. Zurück und vor, zurück und vor. Wichtig für die Endposition der Stellung ist, dass das vordere Knie nie durchgestreckt wird. Ne? Manche neigen dazu, wir nicht. Das vordere Knie bleibt immer leicht gebeugt. Vor und zurück, vor und zurück. Die Füße stehen im Idealfall im Winkel von 90 Grad zueinander. Manchmal driftet der hintere Fuß ein wenig raus, dann kommt Instabilität zum Tragen. Ne? 90 Grad, das wäre das Ideal. Als einfache Empfehlung gilt, wer damit noch Probleme hat, zuerst den Ballen aufstellen und den Hacken nach innen ziehen. Und wieder vor. Zuerst den Ballen aufstellen, den Hacken nach innen ziehen. Und wieder vor. Oder halt dann in der etwas schnelleren Version mit dem Schritt am Ende schon alles fertig. Das war die erste einfache Übungsserie für Kokotsudashi. Kommen wir zur zweiten. Wir nehmen eine Schlagtechnik. Diese Schlagtechnik ist Jodan Shito Uchi. Das bedeutet in die Kopf-Halsregion mit der Handkante schlagen. Und zwar in der speziellen Ausprägung Uchi Mawashi. Das bedeutet von innen. Alternativ kann man natürlich auch von außen oder von oben schlagen. Wir schlagen in der heutigen Übungsserie von innen. Das bedeutet aus der Ausgangsposition, alles in die Mitte, nach dem berühmten Trainingsmotto Füße, Knie, Ellenbogen zusammen. Der Ellenbogen steht jetzt etwas höher als in der Vorbereitung des Stoke nachher. Das heißt, der optimale Beschleunigungsweg ist schon vorbereitet, auch über die Position des Ellenbogens. Wir gehen zurück und vor. Zurück und vor. Vorne alles zusammen, hinten alles auseinander. Wir arbeiten jetzt mit einem starken Hikite. Hände offen und fix, Hände offen und fix. Bei dieser Übung ist die hintere Hand zur Faust geballt. Sieht man jetzt vielleicht nicht so deutlich. Das macht ihr bitte auch, wie in allen anderen Serien heute, 10-mal langsam, 10-mal schnell. Dritten Serie, in der letzten, arbeitet ihr mit der klassischen Blocktechnik des Shodan Shito Uke, das heißt der Handkantenblock. Ihr startet aus der Mitte heraus, beugt die Knie wieder stark, habt jetzt den Ellenbogen genau wie in der Genanbarei-Ausprägung bzw. Vorbereitung relativ weit unten, den Solarplexus verdeckend, zurück und vor, zurück und vor, zurück und vor. Die Parallele zu anderen Blocktechniken ist, der Winkel, der Abstand ist identisch zum Soto-Uke und Uchi-Uke. Bei dieser speziellen Blocktechnik streckt ihr den Ellenbogen bitte nicht durch. Also auf diesen Winkel achten. Darüber hinaus achtet ihr darauf, dass der Ellenbogen ungefähr im Lot über dem Oberschenkel steht, nicht zu weit outside. Also nochmal zur Demonstration, Mitte und vor, zurück und raus. Ellenbogen inside halten, Mitte und vor. Und raus, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Hikite, die zurückziehende Hand, ist jetzt mit der Handkante im Bereich des Solarplexus. Die Fingerspitzen zielen nach vorne, nicht nach außen, nicht um den Bauch herumwickeln, nach vorne. Das
Das war die dritte Serie.